Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fatih Akin präsentiert Gangsterfilme. Der heutige Film ist ein amerikanischer Film aus dem Jahre 1991. Es ist New Jack City. New Jack City 1991 habe ich im Kino gesehen mit 16 oder 17 Jahren. Und ich hatte gerade Hip-Hop für mich neu entdeckt. Ice-T war einer meiner Helden. Und als ich dann gesehen habe, dass es einen Kinofilm gibt mit Ice-T in den Hauptrollen, dachte ich, das muss ich unbedingt gucken. Ich habe mir auch den Soundtrack zu dem Film besorgt auf Vinyl und den höre ich heute immer noch. Es ist einer der besten Soundtracks zu einem Film, den ich kenne. Und New Jack City war für mich ein Kultfilm, der Hip-Hop und schwarze Gangster zusammengeführt hat. Es ist eine Melange von diesen zwei Genres, Rap und Gangster, bevor es überhaupt Gangster-Rap als Begriff gab, vor allem in Deutschland. Und da das eine Zeit war, kurz bevor ich angefangen habe, Filme zu machen, hat mich New Jack City natürlich sehr stark geprägt, vor allem für mein Werk Kurz und Schmerzlos, aber auch jetzt wieder in Rheingold. Als ich an Rheingold gearbeitet habe, habe ich natürlich versucht, nochmal die Filme rauszukramen, die mich sehr beeinflusst haben, weil Rheingold so eine Art Best-of meines gesamten Werks ist. Und dann fiel mir New Jack City nochmal ein, weil er eben Gangster und Hip-Hop so gut filmisch verbindet. Und das war für mich nochmal ein ganz besonderes Gucken. Der Film ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gealtert. Und wenn Sie den Film gleich sehen, achten Sie, es ist nicht die erste Einstellung, aber die erste Einstellung, mit der Film die Handlung beginnt. Also es gibt ein paar Einstellungen, Top-Shots aus dem Hubschrauber von New York City. Und dann geht das in die erste Einstellung, in die Handlung über. Und ich frage mich bis heute, wie sie das gedreht haben. Es war noch vor CGI und vor Drohnen. Achtet auf die allerersten Einstellungen. Aber das ist nicht das Einzige, was großartig ist an New Jack City. Er hat großartige Performances von Wesley Snipes, Ice-T, wie gesagt, Chris Rock und dem Regisseur selbst, Mario von Peebles. Viel Spaß mit New Jack City.